Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es noch etwas vor der neuen Season und zwar möchte ich die Teaser, die aktuell draußen sind, mal hier ein bisschen unter die Lupe nehmen, denn mir ist da noch was aufgefallen, was den meisten eben nicht aufgefallen ist. Und zur neuen Map oder zu den Map-Änderungen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich da schon mal was rausgefunden habe, was jetzt nun in der neuen Season, also heute, ich nehme das jetzt noch am Vortag auf, denn ich habe hier noch kleine Informationen zur Map, die es wahrscheinlich geben könnte. Und ich blende euch jetzt mal hier zum Beispiel den ersten Teaser ein. Hier haben wir irgendwas Goldenes. Ich gehe davon aus, dass es ein Bein ist. Könnte ein goldener Charlie-Skin sein? Keine Ahnung. Aber was viel wichtiger ist, ist das Runde. Und dieser Kreis dort, für mich sieht das so aus, als würde dort irgendjemand das mit einer Kamera aufgenommen haben. Und die Agenten dort, die bespitzeln sich auch meistens, Shadow und Ghost, gegenseitig. Und eine Kamera würde da eigentlich gut reinpassen. Das bedeutet, spionieren sich vielleicht gegenseitig aus und schauen, was die Gegenseite da macht. Auf dem zweiten haben wir jemand an einem Außenposten wahrscheinlich, die gibt es ja auch und sind auch so benannt, hat wahrscheinlich jemand aus dem Wasser so ein Dreizack wie bei Aquaman gesichtet und die Reflektierung, also dieses Licht dort oben links, neben dem dritten Zack dort, das Licht, das deutet auch eher darauf hin, also in Glas spiegelt ja sich auch solche Farbe eben. Da hat der Teddy einmal in Physik aufgepasst. Wenn das mit einer Kamera aufgenommen wäre, würde, ich gehe davon aus, dann wären diese Farben gut zu erklären, weil dadurch ist wahrscheinlich entstanden mit der Reflexion. Dann haben wir auf dem dritten, es wird als Meteor in den Spieldateien genannt. Jetzt sagen manche, das hier ist genau dasselbe Bild nur und das hier ist ein bisschen rausgezoomt. Da bin ich anderer Meinung. Ich habe mir nämlich den Hintergrund mal angesehen und man sieht auf dem jetzigen, hier sind Wolken im Hintergrund oben rechts. Wenn wir uns den nächsten ansehen, die sind auf einmal weg. Die sind halt recht so. Aber wenn es genau das Bild ist, was rausgezoomt wurde, dann muss es ja ein paar Sekunden danach oder ein paar Sekunden davor aufgenommen sein, weil auf dem ersten Wolken sind und auf dem zweiten eben nicht. Hier sehen wir jetzt einen Astronauten oder Astronautin. Ich würde mich da nicht festlegen, was das Geschlecht angeht. Sieht für mich nicht eindeutig aus. Auf dem nächsten, jetzt wird es nämlich interessant. Und zwar haben wir hier, sieht das für mich aus, als wäre da ein Boot. Dann hätten wir da im Hintergrund eine Treppe. Also ist dort irgendein rostiges Gebäude, könnte ein größeres Schiff sein. Aber das Wichtigste sind die Bäume. Und die Bäume, vor allen Dingen das da oben links, wir können noch mal zum nächsten Teaser gehen. Für mich sieht das so aus, wir sehen hinten weiter Bäume und Palmen. Das sieht für mich so aus, als wäre das im Dschungel. Und wenn wir uns mal die Bilder aus dem Doomsday-Event ansehen, unten rechts haben wir auch einen Dschungel vom Jonesy. Und links daneben haben wir einen Astronautenanzug. Den haben wir auch auf einem Teaser. Damit haben wir schon mal zwei Bilder abgehakt. Dieses Tennisfeld, das hatten wir auch schon mal im Spiel, aber nicht das Tennisfeld, sondern eher in Form von einem Fußballfeld. Es wird wahrscheinlich jetzt sehr wahrscheinlich nicht so reinkommen, aber das oben rechts, dieses, was auch immer die da machen, Yoga ist nicht Meditation, keine Ahnung. Wir hatten ja in Season 8 diese Dschungeltempel und es würde eigentlich so ziemlich gut zusammenpassen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir einen Dschungel erhalten und dort irgendwo ein Gebäude reinbekommen und dort vielleicht die gestrandet sind. So wie das aussieht, sind die da auf Safari oder so. Also das war's und vom kleinen Infovideo, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Den nächsten Teaser kenne ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute, wenn ihr das Video seht, kommen noch ein paar Videos auf meinem Kanal online. Wir sehen uns das nächste Mal um 15 Uhr wieder am Freitag. Haut rein und ciao, Leute.